Hallo Leute, willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator. Ja, hallo, ich bin auch noch da. Ja, stimmt. Gut. Wir machen einfach da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Das war mitten am Feld. Ja, jetzt darfst du dich mal mit diesem komischen Ding darum ärgern. Na gut, dann du halt ich sehen. Hast ja jetzt nur noch dieses kleine Stückchen vor dir. Das werde ich hinkriegen, ja. Ja, du bist ja auch der Meister. Nö, bin ich nicht. Bin kein Meister. Wie? Hast du keinen Meisterbrief als Bauer gemacht? Braucht man sowas? Ich denke mal schon. Weil Bauer ist ja auch ein Lernberuf, also. Okay. Soll das eigentlich sein? Dann habe ich halt einen. Gut, also hallo Meister. So, wo haben wir denn letztes Mal aufgehört? Bei Dark Knight war es, glaube ich. Ja. Batman, Kinofilm, und bei anderen Neuverfilmungen wie auch Superman oder Spider-Man. Es gab ja schon einige. So, jetzt muss ich da ein bisschen zurückschieben. Ja, das ist lustig da hinten. Oder ist jetzt so langsam kommst du an diese Stelle, wo es dann nicht mehr ganz so nervig ist. Aber es macht echt Spaß mit dem Ding, ja. Also der nächste Einkauf, den wir tätigen, ist die Kombi, die man an den Trecker hinten dranhängt, ohne Fahrgestell. Muss man dann sagen, welche das ist? Ja. Also mit dem ist das sowas von nervig. Jetzt weißt du, weshalb ich eben so jetzt halt immer Ewigkeiten dafür gebraucht habe, da herzukommen. Ja, weil du nicht fahren kannst. Ja, das habe ich gerade gesehen. Wie gut du das machst, das ist ein Baumstamm. Da ist ein Baumstamm, wo kommt der her? Ich glaube, der lag gestern schon da. Oh, echt? Verdammt. Dein Feld ist nicht da hinten, nee. Wollte ich nur sagen. Ach, ist okay. Das schön. Weißt du was, ich hole mir den anderen Traktor, der ist zu groß. Ah, ich kleiner Angestellter musste da drunter leiden. Ich hab's doch vor zwei Folgen gesagt, du könntest jetzt ja den anderen holen, aber du wolltest nicht. Ja. Ich gebe halt nicht so schnell auf wie du. Aufgeben nur beim Brief. Ach so, du gibst da Briefe auf. Ich schick's per Mail, ja. So, ja, du mal Thema mal weiter. Ja, gehen wir mal über das Kinothema weiter, über Filme. Ich meine, man hat viele Lieblingskinofilme. Oft vergisst man einfach auch mal Titel. Und wenn dann irgendeiner drüber redet, sagt man, ach ja, der war ja auch so gut und sowas. Richtig, ja, stimmt. Also gerade Filme älter sind oder so, oder nicht ganz so geläufig sind, vergisst man sehr schnell. Dasselbe Problem habe ich bei Musik auch. Ja, vor allem habe ich das Problem, dass ich, wenn ich ein Lied höre, nicht unbedingt weiß, von wem das ist. Ja, oder ich merke mir halt auch wirklich nicht den Titel oder den Namen. Ich weiß zwar, was ich gehört habe, und ich weiß auch, welche Gruppe da ist, aber manchmal vergesse ich also wirklich den Namen. Und das ist bei Kinofilmen bei mir oft auch so der Fall, dass ich dann einfach vergesse, welcher Kinofilm denn sonst noch gut ist. Hast du denn noch irgendeinen Kinofilm, der dich wirklich beeindruckt hat? Wo du sagst, das ist ein Kinofilm, den du dir schon zigmal angeschaut hast und trotzdem immer, wenn er wiederkommt, wieder anschaust. Habe ich so einen Film? Lass mich mal überlegen. Mein Die Hard habe ich schon letztes Mal gesagt. Jedes Mal zu Weihnachten, wenn es im Fernsehen spielt, schaue ich mir eigentlich an. Aber ansonsten. Also ich habe noch so einen Film von Dusk Till Dawn. Ja, der ist natürlich auch super. Also der Vampirfilm. Ja, weil den habe ich bestimmt über 10 Mal gesehen, wenn nicht noch mehr. Keine Ahnung, ich habe nie gezählt. Nur wenn der ins Fernsehen kommt oder wenn ich mal Lust habe, dann hole ich die DVD raus und schaue mir den doch immer wieder gerne an. Weil das ist so ein Klassiker, den ich also immer gerne gesehen habe. Und ich glaube, den werde ich auch nicht leid zu sehen. Nee. Der ist super. Ja.
Das ist so ein Titel, wo ich wirklich sage, den kann ich mir persönlich immer wieder anschauen. Und egal, wie oft ich ihn gesehen habe, das stimmt. Das ist so ähnlich, wie ich gesagt habe, hier beim letzten Countdown. Das ist auch so ein Kinofilm, den ich regelmäßig mir wieder anschaue. Weil sie mir immer. Oder auch Matrix 1. Aber bitte nur der 1er. Ja, nur 1. Deshalb betonte ich jetzt die 1, weil 2 und 3 fand ich Quatsch. Die waren das war dann schon so von Weitem hergezogen. Oder so unrealistisch. Mein guter Einser war auch nicht realistisch, aber. Ja, aber gut, aber die Story war wenigstens noch verfolgbar und halbwegs glaubhaft in dem Sinne. Also, da muss ich sagen, den 1 sehe ich gerne, aber 2 und 3 finde ich nur nervtötend. Richtig, ja. So, jetzt hätte ich einen Film gehabt, aber jetzt habe ich ihn vergessen. Super. Ja, vielleicht fällt er mal gleich wieder ein. Ja. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Ja, hast du denn irgendeine Komödie, die du regelmäßig oder die du öfters geschaut hast, wo du sagst, die ist eigentlich ganz gut gemacht, gefällt mir immer noch? Bruce Allmächtig. Bruce Allmächtig, na gut, ist nicht ganz so. Ich meine, der hat gute Ansätze dran, aber wie heißt der Darsteller nochmal? Jim Carrey. Manchmal ist er mir zu überdreht. Ja, dann ist es so zu übertrieben. In Bruce Allmächtig geht er. Die Maske oder so von ihm schauen wir auch nicht an. Das ist mir auch, der ist mir auch Film, zu überdreht. Den einzigen Film, da weiß ich aber jetzt den Titel mal wieder nicht, den ich auch gern von ihm gesehen habe, auch schon öfters, ist da, wo er nicht lügen kann. Der Dummschwätzer. Wie ist denn du? Nee, Dummschwätzer war, das war der, wo er mit dem anderen zusammen, glaube ich, spielt, oder? Ich glaube, es war Dummschwätzer. War das Dummschwätzer? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass er da, was war er da, Anwalt? Ja, er war Anwalt und konnte ja dann auf einmal, weil sein Kind sich gewünscht hat, dass er nicht mehr lügt oder so, genau. Dann musste er immer die Wahrheit sagen. Und ich fand das also faszinierend vor Gericht. Wie er dann die Richterin ihn fragt, ob er ein Problem hat, ich kann nicht lügen. Ja. Ich ja, sehe den nur angeschaut. Ja, oder wo er sich da im Gerichtssaal selbst, nicht im Gerichtssaal, auf der Toilette beim Gericht selbst zusammen vermöbelt. Und dann von dem Richter, wo er ihn fragt, wer war das, und er sich eigentlich selbst beschreibt und so. Das fand ich gut gemacht. Und dann die Frage, fühlen Sie sich in der Lage, dass Sie die Fahndung weiterführen und ein Stück sehen, wie er verfallt. Ja, der war cool. Also, den fand ich super. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Den kennt fast keiner. Der war Ende der 80er, Anfang der 90er. Ja, doch Ende der 80er müsste der rausgekommen sein. Karriere mit Links. Sagt mir überhaupt nichts. Das war eine Top-Komödie. Das war auch von so einer jungen Anwältin, die gerade mal ihre Zulassung bekommen haben und in der Firma jetzt anfangen. Er ist Anwalt und sein guter Freund, was man aber erst später rausbekommt, ist angehender Staatsanwalt. Und die wollen halt tricksen und tricksen halt auch, um sich so Scheingefechte im Gericht zu liefern, bei Anklagen, damit die so sensationell hervorgehoben werden, damit die Beachtung finden und damit er als Anwalt schnell irgendwo in der Kanzlei unterrutscht als Partner und er Staatsanwalt, richtiger Staatsanwalt dann wird. Mhm. Ja, und das ist sehr lustig gemacht. Mit ernstem Hintergrund zum Ende des Films, also im letzten Drittel des Films, kriegt das Ganze ein sehr ernstes Hintergrundthema, weil er muss dann einen Mörder verteidigen, der wirklich auch gemordet hat. Okay, also der wirklich schuldig ist. Mhm. Und er hat dann das Problem, dass er ja alles immer relativ lustig gesehen hat und die ja auch alles getrickst hatten. Und dann steht er halt vor dem Problem, wie überführt er den Mörder ohne seiner Pflicht als Anwalt nach diese Pflicht zu umgehen. Er darf ja als Anwalt nicht gegen seinen Mandate handeln. Ja.
Stimmt, ja. So. So, und da, das ist interessant gelöst. Wobei die ersten zwei Drittel des Films ist reine Klamauk-Komödie. Und am Ende lustig, aber mit sehr ernstem Hintergrund. Also, das war auf jeden Fall ein sehenswerter Film. Was mir jetzt noch eingefallen ist zu, eigentlich Science Fiction, beziehungsweise Action, Ghostbusters. Ja, stimmt. Ghostbusters ist auch so ein Klassiker. Zwei gab's, gell? Zwei oder drei? Ich glaube, sie gab es ja drei. Ich weiß nicht. Also zwei weiß ich auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob es einen dritten gab. Ich bin mir jetzt unsicher. Ja. Also zwei weiß ich. Also zwei gab es auf jeden Fall. Wobei ich auch immer noch den ersten besser fand als den zweiten Teil. Aber man kann sich beide anschauen. Mhm. Ja, und wenn du bei solchen Klassikern bist, Beverly Hills Cup. Mit Eddie Murphy. Ja, Wolf. Der ist super. Ja. Oder nur 48 Stunden. Mhm. Das, hast du den mit Eddie Murphy gesehen? Ich weiß gar nicht, ich glaube schon, aber wenn, dann ist schon lang hier. Ja, gut, der ist ja genauso alt wie Beverly Hills Cup. Also, die tun sich da nichts vom Alter her. Ich glaube, einer von beiden, ich glaube, der nur 48 Stunden ist, glaube ich, vorher gedreht gewesen. Auf jeden Fall sind beide alt. Okay. Wo wir schon bei Komödien vom, na, vom, wie heißt der, Eddie Murphy sind, der Prinz aus Zamunda. Ja, Prinz aus Zamunda. Und so Glücksritter. Das war der mit, na, wie heißt der da? Und Dan Aykroyd. Wurde Dan Aykroyd der reiche Typ spielt und er halt diesen Schnorrer, der auf der Straße lebt, und die zwei die zwei alten Säcke da, die das Unternehmen, diese Börsenfirma gehört, oder vielmehr diese Börsenzulassung gehört, wetten um $1, ob man aus einem guten, reichen Menschen einen schlechten Menschen machen kann und umgedreht. Und wählen halt die beiden dafür aus. Mhm. Denn Eckert wird halt der auf der Straße liegt oder auf die Straße fällt mit Drogengeschichten und so, die ihm unterschieben. Und Eddie Murphy wird halt dann derjenige, der dann Geld bekommt und erfolgreich ist. Und nachher, da gehen sie ja die zwei Typen, die zwei Alten, die sie da reingelegt haben. Stimmt, ja. Genau so war ja die Geschichte. Ja. Ja, es ist schon so lange her, dass ich die gesehen habe. Ja, du bist alt. Ja, leider. Was machst du eigentlich gerade? Schon vorbereiten. Ich habe gerade den Glas mit dem Hänger auf zu dem Feld hergeführt. Ah, ich sehe es. Gut. Ach so, das heißt jetzt wieder, ich muss wieder diesen Glas hier fahren. Wieso? Fast nicht. Erst dann so. Müssen wir warten, bis dieses Feld da fertig wird irgendwann. Ja. Ja, aber sonst haben wir ja eigentlich nichts zu tun zurzeit. Nee. Das eine Feld ist vorbereitet, wir haben nicht genügend Geld, um uns jetzt großartig irgendwas zu kaufen. Also. Tja, Leute, jetzt bleiben wir jetzt hier stehen bis zum Rest der Folge und schauen uns die Landschaft an. Genau, schauen den Sonnenuntergang da hinten zu. Ja. ich könnte doch Steuerung R drücken, also. Ja. Damit das Feld schneller fertig ist. Ja, wäre vielleicht ratsam. Soll ich? Ja, weil sonst, ich glaube nicht, dass die Zuschauer damit glücklich sind, wenn wir hier jetzt warten, bis das Feld gewachsen ist. Okay, ist noch nicht fertig. Jetzt ist fertig. Oh. Schön. Leute, wir dürfen wieder arbeiten. Unser Meister hat gezaubert. Aber ich lasse dabei auf 120, damit schneller hell wird. Ich nehme den Drescher. Ja. Nimm du mal erst den Drescher. So, wo ist mein Lichtschalter? Schlaue Liste befragen da unten. Ich warte dann mal. Ach, das mache Pause. Ja. Schauen wir mal unserem Chef zu beim Arbeiten. So. Ja, aber es gibt wirklich viele alte Filme, die wirklich gut sind, wo man wirklich, aber auch teilweise wirklich die Titel vergessen hat. Mhm. Weil
Ach, weil ist halt zu lange her dann. Ja, damals, ich erinnere mich mit Freude dran zurück, auch so ein typischer Film, den es jedes Jahr zu Weihnachten spielt, Kevin allein zu Hause. Ja, stimmt. Der erste war wirklich gut gemacht. Ja gut, der zweite eigentlich auch noch. Ja, beim ersten war es halt was Neues. Also, ja. Das ist aber, glaube ich, bei jeder Serie so. Wenn es was Neues ist, dann ja, geht man einfach anders an die Sache heran, als wenn es eine Sache ist oder ein Film, den man schon kennt. Ja, das stimmt. Ist ja bei Fast and Furious das gleiche. Wobei sich das mittlerweile sehr gewandelt hat. Wenn ja, ich mir so gut, den ersten Teil an, dann den zweiten anschaue und jetzt den sechsten. Ja, stimmt. Das ist auch eigentlich nur noch reine Action. Aber gut, ich war nie ein Fan so richtig davon. Weiß ich nicht. Hat mir nicht so gefallen. Vin Diesel ist zwar kein schlechter Schauspieler und der macht das eigentlich auch ganz gut, aber dann sehe ich lieber so Filme von ihm wie, wie hieß denn der Science-Fiction-Film jetzt? Riddick, ja. Oder Pitch Black. Riddick. Und Pitch Black, ja. Also die mag ich von ihm eigentlich eher. Hast du eigentlich den neuen schon gesehen? Ah ne, du gehst ja auch nicht ins Kino. Nee, ich gehe nicht ins Kino. Ja. Das ist ja jetzt, ich glaube, der ist jetzt erst letzten Monat ins Kino gekommen oder so. Der ist also noch relativ neu. Ja, ich glaube, ja, glaub im September jetzt, oder? Ja, also auf jeden Fall ist er noch sehr neu. Ich bin mal gespannt, ob er was ist, aber da werde ich wohl warten müssen, bis er auf DVD rauskommt. Ja. Weil dafür jetzt Kino gehe ich bestimmt nicht. Nee, ich auch nicht. Bist du eigentlich in einer Videothek? Weiß nicht, gibt's für euch sowas? Ja, gibt es, aber ich bin schon ewig nicht mehr in der Videothek gewesen. Also wenn ich einen Film, haben möchte, dann kaufe ich ihn mir eigentlich meistens. Also, ja, das habe ich auch mal am Anfang gemacht. Also beziehungsweise mach's jetzt. Jetzt kaufe ich mir eigentlich wirklich immer die Filme, die ich haben will, weil mittlerweile habe ich schon so viele Filme, ja, dass ich langsam eine größere Wohnung brauche. Ja, aber ich mag halt das mit DVD in, oder überhaupt Filme ausleihen. Das finde ich sehr nervig. Weißt du, hinfahren, gucken, ob der Film auch überhaupt da ist, den du eigentlich sehen willst, das dann ausleihen. Wahr. Nächsten Tag musst du schon wieder dahin fahren. Sonst hast du gern dritten Tag dazu. Ja, also teilweise, wenn du dann an dem Abend doch was anderes vorhast oder bist nicht dazu gekommen, den zu sehen, musst du ihn halt verlängern. Er ist Folge. Ja, ich hab's gesehen. Dann musst du ihn halt verlängern. Und das summiert sich dann auch. Und ja gut, manch einer wird jetzt sagen, ja, dann bestell doch die Filme per Post. Gibt ja auch irgendwo. Dann musst du ihn wieder zum Postkasten bringen. Ey. Ja, genau. Also das ist mir dann auch wieder zu aufwendig. Und dann, was mich am meisten an diesen Diensten stört, ist, du nennst denen eine Liste mit so und so viel Filmen, die du sehen möchtest. Und wenn du einen neuen Film zugeschickt kriegst, ist das einer von den Filmen, die in deiner Liste drin sind. Das heißt also nicht, dass es ausgerechnet der Film ist, den du jetzt auch wirklich sehen willst. Ach so? Ja. So funktioniert das? Ja, so, also bei dem Anbieter, wo ich mal geschaut habe, da hast du 5 Top-Titel, die du nennst, die du sehen möchtest. Und der verfügbar ist, den kriegst du zugeschickt. Weil die haben ja natürlich nicht für jeden Kunden gleich alle Filme so auf Vorrat liegen. Die haben ja auch nur eine bestimmte Stückzahl. Ja, und dann hast du noch eine Zusatzliste, eine Ausweichliste, falls von den ersten 5 überhaupt keiner verfügbar ist. Und dann wird wahrscheinlich jetzt gleich der nächste Intelligenzbolzen kommen und in die Kommentare schreiben, dann nimmst du doch so Dienste wie iTunes oder, ich glaube bei iTunes kannst du es mittlerweile auch ausborgen. Oder wurscht, wie es heißen. Ja. Aber oder Amazon wurde auch, glaube ich, auch. Die haben auch, glaube ich, so einen Zusatz-Kinodienst. Nur, ja, ich meine, aber so zum Runterladen, zum Streamen. Ja, das meine ich ja. Hat, glaube ich, Amazon mittlerweile auch. Ja, ist ja egal. Nur mit einer 4000er Leitung ist das kein Vergnügen. Ja, gut, das Problem hätte ich nicht, aber. Ja, es ist einfach schweineteuer. Ja. Das, um diesen Preis kannst du fast den Film kaufen. Also wirklich im nächsten Mediamarkt gehen und den Film auf Disc kaufen. Ja, gut, da habe ich mich nicht mit befasst. Ich weiß nur, dass das für mich schon nicht in Frage kam, wegen der Größe. Weil dann wäre ja meine Leitung der halbe Zeit nur besetzt, mit Kinofilm runterzuladen. Dann den Zwang, den in
einer bestimmten Zeit, weiß nicht, ein, zwei Tage hast du Zeit, den dann anzugucken. Danach läuft er nicht mehr. Richtig, und beziehungsweise wenn du den gestartet hast, hast du glaube ich nur mehr 24 Stunden oder 12 Stunden, dass du fertig anschaust. Ja, also. Nee, also dann warte ich lieber wirklich, oft kriegst du neue DVDs im Angebot oder du wartest 2-3 Wochen nach der Veröffentlichung und dann gibt's ja auch meistens schon Angebote. Ja, wobei das ist jetzt heutzutage eh nicht mehr so. Bleib mal stehen da. Ja, warte, dann drehe ich jetzt. Ja, gut. Ich muss sagen, ich bin auch heutzutage nicht mehr so hinter Kinofilmen her, wie ich es früher mal war. Ja, eh nicht. Also, das hat sich mit der Zeit gelegt. Ich schaue auch schon nicht mehr so oft. Ich habe früher mal viele Filme geguckt, auch viel Fernsehen geguckt. Heutzutage läuft Fernsehen höchstens so nebenher. Richtig. Und ich würde sagen, über das Fernsehen oder so sprechen wir in der nächsten Folge. Genau, haben wir für dahin auch mal wieder ein Thema. So, genau. Na gut. Dann würde ich sagen, das war's für mich. Ich bin raus. Ade. Und du? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.